Klein, aber fein, sage ich immer, ne? Schlicht, aber würzig. Ich kann es. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Bei mir geht die Splashy ab, Alter. Die Scheißblume hat schon dran glauben müssen. Und der nächste City, der kommt, kriegt sowas von die Hucke voll. Hab ich im Griff, Jungs. Alter, hat er gerade einen Header gefressen. Den übelsten. Morgen ist meine nächste Prüfung. Hallo, Team. Oh, nice knife. Oh, thanks. Oh ja, Alter, wir sind direkt alle wegen dem Knife ausraschte. Abnormale Schokoladentorte hier, ne? Ich habe ein riesen Problem, was Ding angeht. Oh, er gibt mir direkt einen Header. Krass, Lutscher. Gut, der letzte kommt City. Und da drücke ich ihm direkt eine rein, oder auch nicht? Ich habe ein großes Problem, Leute. Ich habe jetzt schon 3 oder 4 Try Not to Let Challenges aufgenommen. Und musste sie jedes Mal verwerfen, weil sie einfach für den Arsch sind. Diese ganzen Scheißclips, da sind 99% verschissene Clips dabei, die entweder kacke sind oder Musik nutzen, die geschützt ist oder die ich schon kenne. Das ist nix. Das ist nix halbes, nix anderes. Gerade jetzt, wo ich eh so wenig Zeit habe, ist es extrem, extrem scheiße, wenn ich Zeit verliere, dadurch, dass ich die Dinge wieder löschen muss, weil einfach nichts Gescheites dabei ist. Beziehungsweise, dass ich mich hinsetze und 20 Minuten aufnehme und dann die Aufnahme wegschmeißen kann. Warte. Er kommt raus! Nein! Ey, mein Mate war doch gerade eben noch genau bei mir gestanden, oder? Warum hat er nichts gemacht? Ist er schon tot gewesen? Also, falls ihr Clips habt, mir wären natürlich schon Compilations am liebsten, aber einzelne sind auch passend. Falls ihr irgendwas habt, haut mir die ruhig mal raus. Auf Facebook oder auf Twitter oder sowas. Nicht in die Kommentare, weil wenn ihr einen Link in die Kommentare schreibt, dann gilt es sofort als Spam. Und dann ist es im Spam-Ordner und ich sehe es gar nicht gescheit. Aber ja, falls ihr da was habt und mir sagt, Alter, Verwalner, ich habe noch was am Start für dich, dann haut's ruhig raus. Haut's ruhig raus, weil es nervt einfach, wenn man was machen will und es ist einfach von externen her, das Zeug nicht da, wisch. Was ich vorhin dann angefangen habe zu sagen, ich habe morgen meine nächste Prüfung. Das Video erscheint aber auch erst morgen. Das heißt, ich hatte heute meine zweite Prüfung. Die erste lief wirklich sehr, sehr gut, aber ich habe mich auch vorbereitet wie ein Schwein dafür. Da habe ich dem einfach meine coole Waffe gegeben, Mann. Warum habe ich es gemacht? Das war einfach wieder meine Freundlichkeit. Jetzt hat er meine Splashy. Immerhin habe ich jetzt die Reaktor, oder wie die hieß. Reaktor. Hier kommt gleich einer rein. Woohoo! Nice. Und die Wummer aufheben, komm, holst du dir? Meine P90 hat der Drecksack. Aha. Kurz nachladen. Und go. Ich hab mir eine AWP geholt. Was habe ich denn gerade gemacht? Nein! Oh mein Gott, wie unglücklich! Ich sehe deinen scheiß Arm und in der Sekunde, wo ich ihn anpimmeln will, fängt er an zu laufen, zu schießen, Alter, wie so ein Frosch. Oder halt ein schießender Frosch. Mann, ey, 14 HP, das sackt. Oh, fuck! Aber naja, jetzt können wir wenigstens scarven, ne? So, Jungs. Einkaufen. Jetzt habe ich zum Glück keine AWP gekauft. Seit ich die Splashy abhole, ich mir keine Tech 9 mehr. Zumindest fast nicht mehr. Meine so schick ist, Alter. Ping! Oh, scheiße, meine Tastatur klebt gerade ein bisschen. Das hört sich sehr merkwürdig an der Stelle, ich weiß. Ihr wisst ja, bei mir ist unten so ein Pönübel weggebrochen an der Tastatur. Und ich habe ein Stück Knete unten dran geklebt, um das praktisch zu ersetzen. Diesen Standfuß, diesen Pönübel. Er kippt mir noch! Weil ich wieder so killgeil war, bin ich jetzt verreckt. Und wenn mir der Mate so ein bisschen in den Arsch geschossen hat, ne? Aber das will ich ihm jetzt nicht. Ich bin so froh, wenn meine Prüfungen komplett rum sind und ich mich dann in die Semesterferien stürzen kann. Es gibt einige große Projekte und auch andere mittelgroße Projekte. Und da generell, also ich habe bestimmt mindestens 200 Projekte in verschiedenen Textdokumenten und auf Blättern stehen, die ich schon seit Jahren machen möchte, aber nie Zeit dafür finde. Und immer wenn da neue Semesterferien kommen, sage ich, ich mache so viel. Was mache ich? Nichts. Weil ich live ganz, ganz viele andere Projekte wiederum finde oder mir einfallen. Oder ihr mir sie auch ratet und dann mache ich die. Alter, er verreckt nicht! What? Und er ist nicht abgefackelt? Schade. Das war jetzt schon so ein bisschen unlucky, ne? Bist du der erste echte dumme Dattler? Ja. Alter, nice, Mann. Ich grüße meine ganze Klasse. Okay, let's do this. CT wird doch jetzt keiner sein. Oh Gott, schneller! Hat er keine Wumme gehabt, der Kerl? Nein, komm, 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 komm. Nein, 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 nicht so rumhüpfen, du Pisser. Ah, scheiße, 90 in 4. Da breche ich doch zusammen. Ich breche zusammen, ohne Witz. 90 in 4, wie eklig. Ich freue mich, wie gesagt, schon sehr auf die Semesterferien. Und auch auf die ganzen Streams und alles. Dann ist einfach die Atmosphäre, also in mir selbst, wieder viel entspannter. Jetzt ist es halt einfach so. Ich merke zum Beispiel, dass ich auch viel mehr rage oder viel schneller rage, wenn ich jetzt in so einer Stresssituation stecke. Klar, weil man da Stress hat, weil alles andere muss laufen. Man will, dass das sofort hier läuft. Und es läuft halt dann nicht zum Beispiel. Und dann wird man sauer. So wie das. So, ich bin gespannt, was wir jetzt treiben. Ich habe kein Cash und kein Aim. Was macht man da am besten? Richtig, ich spiele die installieren. So, da habe ich einfach mal eine Wumme gedroppt bekommen. Vielen Dank. Ah, da liegt sie. Ich auch aufheben, ne? Aufheben sollte man sich schon noch, bevor man sich freut. Gut, scheinbar gehen wir nicht auf A. Es wird hier gerade ein bisschen wenig angesagt, aber wir warten einfach mal ab, was geschieht. Es ist, glaube ich, jetzt das dritte oder vierte Mal, dass ich in Random Matchmakings erkannt werde. Das finde ich ziemlich nice.
Ja. Aber ich wäre gern in so einem Moment nicht so schlecht, ne? Ich meine, klar, die Leute wissen, ich bin global, alles klar. Aber, ganz neue Leute wissen es vielleicht nicht. Was ist dann, ne? Dann ist wieder, das Geschrei groß, wenn ich mir in die Haus scheiße. Jungs, Jungs. Okay. Und ich bombe legen. Ja! Ach, da fällt mir ein, ich bin doch, ihr wisst doch, ich bin gepartnert auf einer CSGO-Skin-Verkauf- und Ankaufseite. Die ist übrigens auch unten verlinkt in meiner Videobeschreibung. Von denen habe ich jetzt 20 Euro geschenkt bekommen. Da werde ich euch dann demnächst mal diese Seite etwas genauer zeigen. Und da kaufe ich dann auch einen Skin oder mehrere und verschenke die dann wiederum an euch. Oh Gott, zwei auf A. Nein. So, nein! Du verkleinerter Hoden. Tja, Bitch. Snitch. Wo sind denn hier die Leute? Das sieht echt aus, wenn hier keiner wäre, hä? Waren die nicht eben zu zweit auf A? Ja! Ja, ich habe jetzt komplett meine Rede vergessen. Aber was ich vorhin noch beifügen wollte, wenn ich natürlich geschmeidiger bin, so der innerliche Stresshaushalt, dann macht das alles ein bisschen mehr Spaß. Da kann man sich viel besser an die Sachen reindenken und bla 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 pipapo. Es kommt jetzt auch bald die Überraschung an, die ich letztens angesprochen habe. Ihr konntet das bis jetzt noch nicht erraten. Aber es ist auch echt sau schwierig. Darauf kommt eigentlich niemand. Das ist auch was, es ist schon was Besonderes, weil ich damit dann wiederum richtig geile Videos erstellen kann. Komm, da war noch einer short. Es waren noch drei. Shit, die waren einfach so nah bei uns gestanden. Eklig. Eklig. Wir haben einen Bot. Oh no. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich gehe in die Pflanze. Ich bin im Gebüsch versteckt. Ihr findet mich in der Cities. Jetzt bin ich hier oben. Ich bin über euch. Auf dem Dach der Welt. Guck mal, wie er sich langsam bewegt. Wirklich schade, dass der Kollege jetzt gerade irgendwie weg ist. Ich hoffe, er kommt jetzt noch in den nächsten drei Minuten wieder. Da ist er. Wenn man... Ich wollte gerade sagen, da ist er, aber er ist nicht da. Ich hätte gerade fast vom Dive gesprochen. Mich. Oh, wir haben mir den Kill geklaut, Mann. Nein, so schön um ihn drumherum. Blub, blub, blub. Um seinen Kopf drumherum geschossen. Wie peinlich, wie peinlich. Okay, Foster muss jetzt ran, der muss den holen. Oh, oder auch nicht. Mann, unser Mate bleibt echt einfach weg. Das ist eine Schweinerei, wenn die Leute einfach gehen, oder? Das ist die Schweinerei des Jahrtausends. Vielen Dank übrigens an alle, die beim letzten Video mitgemacht haben und bei Big Rollin vorbeigeschaut haben mit unserem Noise Dude. Das war sehr, sehr edel von euch. Ihr Guten. Ah, Flash on B. Come and kick purple. Oh, komm. Ah, oh, shitty! Fucking kick him. You're a fucking suck his dick. Aber das sind auch echt Heususen dann wieder, ne? Man kann versuchen, ihn zu kicken, es klappt nicht, da hält man seine verschissene Fresse und spielt weiter. Anstatt wie so ein kleines Mädchen, das zu früh ihre Periode bekommt, anzufangen und umzuheulen. Oh, man hat schön Header gedrückt, Junge! 78 in 2. Und da ist er weg. Guck mal, jetzt kommen sie nicht, B, ne? Jetzt, wo ich voll ausgerüstet bin, die Pisser. Weil sie wissen, dass sie auf die Fresse bekommen, verstehst du? Ich warte jetzt mal hier. Ich warte jetzt mal hier und koch was. Warum war das denn kein sofortiger Headshot? Sag mal! Glaubt ihr, die Flash hat ihn so ein bisschen verwirrt? Glaubt ihr, die hat es echt gebracht? Ich dachte noch, ich muss die jetzt schmeißen. Das wäre eigentlich wieder so eine Granate geworden, also so eine Flash, die mich dann mein Leben gekostet hätte, wenn ich sie zu spät geschmissen hätte. Da regt sich ja Blie immer auf, wenn ich es mache, wenn ich so viele Granaten schmeiße. In solchen Momenten. Ich stehe oft da mit der Granate in der Hand, wenn ich dann über den Haufen geschossen werde. Das ist schlecht, ich weiß. Wollen die den Bot nicht mal so ein bisschen zurückpfeifen, irgendwie? Wir haben gerade die Überhand, so ein bisschen. Ah! Warum hat er denn jetzt meine Granate rein? Der alte Dagobert. Ich geh mal hinten rum. Ha! Bitch! Connector. Connector stand doch eben noch ein Mate von mir, ne? Ich bin jetzt hier mit 100%iger Sicherheit hingelaufen, weil ich dachte, läuft, Alter. Ich kann ja hier rein, da ist niemand. Kein Schweiß, du. Even. Lass doch mit. So, ein bisschen angefragt noch. Er ist so low, ich spieß. Er hat keine Granate. Ich kann nicht. Yay, Kirby, das war ein Kirby. Kirby war auch eine coole Spielereihe. Oh, das hat mir jetzt so ein bisschen den Tag versüßt gerade, ne? Klein, aber fein, sage ich immer, ne? Schlicht, aber würzig. In der Kürze liegt die Feinheit und sowas. Die ganzen Sprichwörter kennt ihr sicherlich alle. Jungs, Hilfe. Was sagt bloß das auf A? Der ist City Spawn. Hey, ich bin hier voll am hochkonzentrierten Spielen. Und dann ist er einfach City Spawn. Lächerlich. Obwohl wir einen Bot haben, können wir unsere Stats gerade ziemlich gut halten. Möglicherweise ist doch noch der Sieg drin. Ich bin nach wie vor etwas schlecht. Aber. Cool. Und das reicht mir eigentlich schon. Also ich lasse jetzt auch dieses Holzding, glaube ich, immer intakt. Da kann man den Leuten vielleicht ein bisschen vorgaukeln, es wäre niemand auf B, ne? Oft hört man ja, oh, die Planke ist nicht kaputt, das Fenster ist noch ganz... Vielleicht ist niemand auf B, ne? Diese... Das können wir hier vielleicht auch machen. Nein! Er kippt mir noch! So ein Drecksack! Ich war geflasht, will wegrennen, hin und her und er kippt mir noch. Ey!
Was ist mit dem Mate on Spot? Er hätte mir doch wenigstens ansagen können, dass da einer rumspringt, oder? Er muss es doch gesehen haben. Der muss ihn ja schon oben auf der Ding gesehen haben. Scheiße. Jetzt habe ich ihm 82 in 2 gegeben, werd dann gebumst. Ich denke, die Jungs machen das. Ich denke, die machen das. Es sind jetzt noch 2 gegen 2. Oh mein Gott, nicht auf deinen Mate schießen! Was war das? Was war das für ein Mega-Fail? Ich meine, gut, das schafft er easy, aber was war das gerade für ein... Also vom anderen jetzt meine ich, man hat den Gegner sehr laut steppen gehört auf dem Spot und er hat einfach sein Schicksal hingenommen und sich gedacht, okay, ich werde sterben. Und dann war er tot. Ich muss auch wieder so ein bisschen Profi-90-Action machen. Profi-Terror. Wir sollten mal kurz Richtung B gucken vielleicht. Wow! Okay, scheiße, hat er mich jetzt erschreckt. Hätte ich nicht machen sollen, ich hätte hier nicht reingehen sollen. Das wäre jetzt easy mein Ace geworden, aber hey, man muss den Mates auch mal was gönnen. Verstehst du? Die sollen auch mal was mitbekommen, auch mal ein paar Kills abkriegen und so, ne? Ich hoffe, ich habe uns damit jetzt nicht den Sieg gekostet. Bomb ist down. Wow, bro, das war etwas hastig. Okay, hier steht 14-12. Es könnte echt ein gemütlicher Sieg werden. Ich habe zwar nicht viel dazu beigetragen, aber ich bin dem Dummbimbler. Ich muss uns nennen. Okay, ich habe alles eingekauft. Vielen Dank für die Waffe. Wow. Warum bin ich aber auch andauernd alleine auf B? Ach so, weil wir einen Bot haben. Alles gut, hat's erledigt. Aber können Sie nicht bitte den Bot dann einmal nicht mitnehmen? Der ist schon da! Der ist einfach durchgegangen, ne? Der muss durchs Feuer auch durchgerannt sein. Ach komm! 92 in 1! Ist das nicht unglücklich hoch 10? Ich komme da so hochgeschlichen, ne? Ich weiß, dass da einer drin ist und er steht im perfekten Sichtfeld und dann läuft er unter mich. In der Drillisekunde, wo ich dieses Metall erschieß, läuft er unter mich. Eine entscheidende Runde, wir haben überhaupt kein Geld. Was macht man da jetzt? Killt man den Bot für die Waffe? Ich würde sagen, trotzdem eine Pistole kaufen oder irgendwas, oder Jungs? Könnt ihr mir nicht erzählen, dass wir jetzt gar nichts machen, oder? Ah, nein! Nein! Don't take Bot Yellow, your shit. Wer mich anlabert, Alter? Der kleine Hundsohn. Ich bring mich jetzt mit Absicht um. Versteh ich? Nimm den Scheißbot für Poppins. Immerhin ein Draw erspielt. Gott! Egal, scheiß drauf. Ich kann es nicht verwerfen, ich muss es benutzen. Ich habe einfach keine Zeit, um irgendwas anderes zu machen, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Beruhigt euch. Bis dann.